Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Bus-Simulator 18. Ja, wir haben jetzt die folgenden Sachen freigeschaltet. Neue Ziele sind: plane eine Strecke mit maximal 7 Haltestellen, welche beinhalten Oakville, Siegwalden, Speichen des Business Parks. Okay, das hängen wir uns jetzt erstmal dran. Ich muss dazu sagen, Speichen, ich habe das im privaten Bereich schon gefahren, deswegen weiß ich das. Ich habe da aber lange dran rumfriemeln müssen. Speichen war, genau hier, war diese Südspeiche und die Ostspeiche, beziehungsweise Nordspeiche und Westspeiche. Das sind die Speichen, das meinen die damit. Also falls ihr da nicht weiterkommt, das ist damit gemeint. So, wir brauchen maximal 7 Haltestellen. Oakville. Sollen wir Oakville ist hier oben mindestens 2 Haltestellen. Dann würde ich sagen, fangen wir im Zentrum an. Achso, nee, ich muss ja erstmal eine neue Strecke machen. Haha. Obwohl, wir müssten eigentlich zur anderen Seite, ne? Obwohl, Siegwalden? Nee, dann fangen wir hier an. So, dann machen wir hier die beiden. Oakville, Oakstraße sollte ja auch dazu gehören. Dann Siegwalden, 2 Bushaltestellen. Dann nehmen wir... Ja, es ist ein bisschen blöd zu fahren so, aber dann nehmen wir dann... Ich sehe überhaupt nichts mehr, Moment. Wir fangen hier an und gehen dahin. So, dann gehen wir dahin und dahin. Das ist beides Siegwalden. Speichen des Business Parks, mindestens 2 Haltestellen. Da wir aber sowieso eine mehr brauchen, würde ich sagen... Ah nee, dann nehmen wir hier oben von Siegwalden die noch mit. Und nehmen die beiden Speichen, die wir hier haben... Und fahren dann damit eben eine Runde. Das heißt, erstmal speichern. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Ja, und hier steht ja auch drin, fahre die Strecke im Rundfahrmodus. Da gibt es einen kleinen Trick für, und zwar startet man hier das erste. Und hier steht dann Fahrtbeginn, Einstellung, nee, Schnellstart, das war was anderes. Umgekehrte Strecke, Rundfahrt hier, Rundfahrt an. Ja, das schaltet man dann an und dann startet man die Fahrt. Nächster Halt, Oakstraße. So, ich habe jetzt wieder ein paar Tage lang nicht gespielt. Ich muss erstmal wieder gucken, was spiele und alles. Und was ich drücken muss, das ist immer schlimm. Guten Tag. Sieh mich auch. Immer unfreundlicher werden die Leute hier. Ich brauche einige Fahrkarten. Ja, natürlich, die gute Dame. Einmal eine Tagesfahrkarte für Senioren, beziehungsweise 2 Stück. Danke. Gerne. Fahrkarte haben. Der Typ in hellblau möchte eine Tagesfahrkarte. Danke. Standard, gerne, gerne. So, der hat bezahlt. Die alte Schrulle hat nicht bezahlt. Hier, und bitte. Er hat auch nicht bezahlt. Die beiden Leute, die... hier reinkamen und nichts gesagt haben. So, total unfreundlich. Der hält an. Sehr schön. Busse haben immer Vorfahrt. Haltet euch dran, sonst crasht es. Ich werde nämlich nicht warten. So. Musst du jetzt hier die alte... Hier geht's rein, glaube ich, oder? Nein, nicht so weit ein... Oh. So weit habe ich überhaupt gar nicht reingedreht. Leute, ernsthaft. So, möchte von euch denn schon jemand hier raus? Ich habe nicht gehört, dass jemand gepiepst hat, aber ich muss ja trotzdem mal eben hier anfahren, ne? Keiner will raus, keiner will raus. Okay, nein, jetzt habe ich es wieder ausgeschaltet. Schön anhalten, ich muss nämlich jetzt hier raus. Nächster Halt, Siegwalden.
Spalten. Lachstraße. Es gibt übrigens auch Collectibles, die man hier sammeln kann. Und zwar sind das, ja, die Zahl 18. Die dreht sich dann irgendwo hier. Das war ein Blitzer und das war, glaube ich, gerade noch so drin. Ich bin ausnahmsweise mal nicht geblitzt worden. Das ist gut. So, der Herr möchte raus. Einmal rot. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Weiß hinten. Okay. Hier. Na klar, hier. Bitte. Hier. Und die Dame, die sich hier hinten versteckt hier, hat. Bitte. Müssen wir natürlich auch mal kurz kontrollieren. So. Oh, Fahrt, Leute, ganz ehrlich. Los, zack, zack. Oh, ich kann das Wochenende kaum erwarten. Eieiei, ist hier heute wieder ein Verkehr. Wir kommen hier nicht vorwärts. Ich bin schon 50 Sekunden hinter meinem Zeitplan. Wo gibt es denn sowas hier? Hallo? Leute. Ich weiß, hier ist keine Vorfahrtstraße, aber macht doch mal hin, ne? Wir wollen hier heute auch nochmal vorankommen. Nächster Halt, Siegwald. So. Du hast zu warten, wenn der Bus hier reinfährt, Junge. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, ich fahre tatsächlich immer so mit dem Bus hier rum. Bin mir nicht sicher. Nee, das war, glaube ich, jetzt kein Blitzer hier, oder? Das sah ein bisschen anders aus. Die Vorfahrtstraßen mag ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Die lassen mir auch nie einen Bus vor. Wer hat denn hier gedrückt? Ach, die Oma. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Noch einer. Keiner mehr raus. Okay, dann können wir jetzt losfahren. Schön anhalten da oben, da hinten, wie auch immer. So. Nächster Halt, Siegwalden. Siegwalden. Wir sind immer noch im neuen Gebiet. Alter, und immer noch auf einer Vorfahrt gewährenden Straße. Was ich nicht gut finde. Ja, das ist mein Winkel, als wieder weg. So, die fahren hier ab und die von rechts lassen mich vor, so wie es aussah. Okay. Boah, ich habe nicht ernsthaft ein Schlagloch jetzt erwischt. Ich dachte, das wäre nur Öl oder sowas auf der Straße gewesen. Ich habe es nur mit halbem Ohr gesehen, genau. Das könnte einiges erklären. Ich meine natürlich mit halbem Auge gesehen. Hier so Wasser, habe ich jetzt gedacht, dass das gewesen ist. Man sollte vielleicht auch mehr gucken als nur aus dem Augenwinkel. Na gut. Bremst aber wieder unheimlich schlecht. Oder bin ich das jetzt nur von meinem Truck gewöhnt? Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Die bremsen nämlich wesentlich besser. Oma ist nach hinten gegangen. Eine Fahrkarte bitte. Opa geht auch nach hinten. Eine wöchentliche Standardfahrtkarte. Sofort. Um 2 Euro zurück. Gerne. Kaum zu glauben. Ich glaube, jetzt muss ich hier nochmal alles kontrollieren. Ich habe schon wieder alles vergessen. Also der Grün ist auf jeden Fall. Ach so. Oh nein, ich habe sie vergessen. Aha. Ja, ja. Hier, bitte. So, welcher von euch war das jetzt? Der Blaue war okay, oder? Der hatte, glaube ich, gerade die Karte gekauft. Ich bin mir nicht sicher. Aber gut, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ich habe ja schon wieder 50 Sekunden zu spät hier. Ich habe mal wieder 50 Sekunden zu spät. Ich habe extra gebremst. Ich bin über 10 weniger gewesen, als ich übers Schlagloch gefahren bin, ihr Idioten. So, ich hasse das. Du kannst doch oder? Klar. Es hieß, ich darf nicht nach rechts, oder? Ich soll in den Kreisverkehr reinfahren. Das ist so blöd beschildert. So, und hier, jedes Mal, wenn ich über diesen Streifen links gefahren bin, und das mache ich immer, wenn ich zu schnell bin, deswegen fahre ich jetzt hier mal ein bisschen langsamer, immer wenn ich links über den Streifen gefahren bin, habe ich irgendwie einen Schaden von 1000 oder so gehabt. Deswegen bin ich jetzt hier mal ganz vorsichtig und fahre jetzt mal nicht über den Streifen drüber.
So, du musst mich Vorfahrt gewähren lassen. Ich bin sowieso Bus, davon mal abgesehen, aber ich bin noch auf der Vorfahrtstraße. Ich habe heute wieder ein Deutsch drauf, ne? Du musst mich Vorfahrt gewähren lassen, Alter. Es tut mir leid, aber ich habe einen ziemlich heftigen Migräneanfall gehabt und ich habe immer noch die Auswirkungen davon und sitze jetzt hier gerade mit Kühlung an der Stirn und allem drum und dran. Und versucht das Beste draus zu machen mit der Aufnahme. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Oh ja, das ist gut, da gehe ich mit. Das ist doch bestimmt hier, wie heißt er jetzt hier, der aus dem Wasser? Aquaman. Ist doch bestimmt der neue von Aquaman, oder? Da komme ich gerne mit, den habe ich noch nicht gesehen. Ich warte nämlich noch drauf, bis er im Fernsehen ist. Um dann herauszufinden, ob es sich lohnt, den zu kaufen oder nicht. Sag mal, geht das noch? Dass ich da jetzt nicht einfach rumgefahren bin, so wie ich es sonst immer mache. Die LKW-Fahrer, das sind immer die heftigsten hier. Ich weiß auch nicht. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Leute, da geht doch gar keiner rüber. Diese stehen doch die ganze Zeit hier am Rand. Muss man ja hier nicht die ganze Zeit halten. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. So, diesmal sind wir auf einer Vorfahrtstraße. Zumindest hier genauso wie beim American Truck. Ah, Hallöchen! Das ist mein Bus. Hallöchen! Mein ursprünglicher Bus ist das. Die anderen haben jetzt alle Werbung drauf. Ja, gerne, gerne. Eine wöchentliche Standardfahrkarte kommt sofort und 2 Euro zurück. Der Typ im Hellen, rote Haare und der ältere Typ. Augenblick. Da. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Was? Oh, Moment, das Foto von der Katze würde ich gerne mal sehen. Hallo? Na gut. Dann nicht. Aber ich hätte die Katze trotzdem gerne mal gesehen. Nächster Halt, Ostspeicher. So, liebe Leute, fahrt. Fahrt doch mal, das macht lustig. Das ist eine Vorfahrtgewehrenstraße. Nein, du dummes Schwein. Ich dachte, ich schaffe das noch vor dem. Aber... kleine Gameplayerin hat diesmal gebremst. Was sie sehr selten macht, nebenbei bemerkt. Also zumindest in diesem Spiel hier. So, bitteschön. Alle raus, die nicht bezahlt haben. Nein. Auch die, die bezahlt haben, dürfen gerne aussteigen. Ich brauche ein bisschen bessere Übersicht über die Leute, die reinkommen, damit ich sehen kann, wer schwarz fährt und wer nicht. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, Tageskarte, Standard, bitteschön, 3,80 €. Gerne. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, gerne doch, gerne. Einzelne Seniorenkarten, 2 Stück. Danke. Bitteschön. Du bist aber kein Senior. Eine Fahrkarte. Ja, dir gebe ich gerne eine Karte, Standard, zack, und 2 € zurück. Und der Typ, den ich kontrollieren muss, der sitzt direkt hinter mir. Na klar, hier, bitte. Okay, sehr schön. Dankeschön. Die halten aber auch nicht mehr an heutzutage hier, ne? Nächster Halt, Westspeiche. Westspeiche. Komm, fahr, fahr, fahr. Alter, geht's noch? Du bist auf einer Vorfahrtstraße? Oh, oh. Ich muss hier abbiegen. Scheiße, scheiße, kriege ich das noch hin? Ah! Jetzt habe ich mich so über den Typen aufgeregt hier. Heieieiei. Okay. Na, nicht wieder diese fucking Bodenwellen. Mit 15, glaube ich, war es noch okay. 20 war auf jeden Fall zu viel. Und da steht schon wieder der Nächste. Was hast du mich jetzt hier überholt? Sag mal, geht es noch, Jung? Da ist Gegenverkehr. So geht das nicht. Ich muss hier abbiegen. So, nein. Warum bremst du?
Geht es noch? Und es kracht noch einen Meter. Ich fahre schon mal rechts rein. So. Ich glaube, das war auch die letzte auf der Tour heute. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Irgendwo hier links muss ich abbiegen. Da. Jetzt habe ich gar nicht drauf. Doch, ich habe Vorfahrt, ja. Nicht nur als eingebildete Busfahrerin, sondern auch, weil ich auf der Vorfahrtsstraße bin. Wieso steht ihr denn alle hier? Ich dachte, das war Endstation. Ach nee, wir haben hier die Rundfahrt. Ach ja. Ach, das dauert ja alles doppelt so lange. Oh je. Schönen Tag noch. Ja, Wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Möchte noch jemand rein, sonst mache ich zu. Da kommen sie alle wie die Fliegen auf einmal. Also dunkelbraun, weiß, grün, grün. Die möchte nicht, oder? Anscheinend nicht. Gut. Na klar. Ich weiß nicht, ob du das warst. Na klar. Hier. Klar. Okay. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Euch habe ich, glaube ich, alle schon... Wer mich nicht alles trügt, habe ich euch alle schon kontrolliert. Sehr gut. Vielen Dank, dass Sie gehalten haben. Das ist nicht nur entsprechend der Verkehrsordnung, sondern das ist auch sehr nett von Ihnen. Bin ich jetzt hier auf der Vorfahrtsstraße? Ich bin auf der Vorfahrtsstraße. Alter, geht's noch? Du siehst, dass hier ein Bus gerade mit 50 angebrauscht kommt? Ich sage, diese LKW-Fahrer sind immer die LKW-Fahrer, die vor einen vorfahren. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Ja, klar. Ach so, mich hat er gar nicht gefragt. Wieso fragt mich eigentlich nie einer, ob ich mit zu einer Party will? Ich bin immer nur der dumme Busfahrer. Ich werde nie gefragt. So, rechts müssen wir rum. Oh, Schlagloch, Schlagloch. Da fahren wir nicht durch. Ich, die Meisterin der Schlaglöcher. Ich fahre da nicht durch. Sehr schön. Nein, nicht schon wieder dieses blöde Kreisverkehr. Jetzt fährt der hier nicht rein, na toll. So, nicht zu nah an dem weißen Streifen ran. Ich weiß nicht, warum ich da mal 1000 bezahlen muss, wenn ich über den Streifen fahre. Was soll den Leuten noch egal sein, ob ich da mit einem Reifen drüber bin oder nicht? Der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen. Oh, ich würde am liebsten hier stehen bleiben. Das ist meine Lieblingsecke. Immer wenn der Zug kommt. Das ist schön. So, Siegwalde. Nein, 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 nein. Oh. Er hat nicht das Schlagloch gezählt, oder? Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Wiedersehen. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, natürlich gerne. Ich verkaufe auch gerne mehrere Fahrkarten. Haben Sie es nicht passender? Danke. Ja, egal. Dankeschön. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, eine Einzelfahrkarte für Senioren. Gerne, gerne. 3,20 Euro, bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, wunderbar. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Mal schauen, ob es anhält. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, alle bezahlen hier. Ich muss keinen kontrollieren. Das ist doch wunderbar. Sogar die Studenten bezahlen und die Senioren bezahlen. Das ist mal was Neues hier. Weil die erwischen wir irgendwie immer öfter, dass die schwarz fahren. Die haben kein Geld mehr heutzutage. Die fahren einfach schwarz mit dem Bus. Sorry. Was natürlich noch teurer ist. Ich Nein, ich wusste es. Ich wollte gerade bremsen. Ah! Ihr blöden Schlaglöcher. Mann, ich hasse euch. Ich verfluche euch. So. Wer ist eigentlich dafür? Nein! Ja, aber das hat er aus Ausweichen gezählt. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass hier die Straße so schlecht ist? Bei dem möchte ich mich gerne mal beschweren. Nein, nein, nein. Brems, 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 ja. So. Nein!
nein, schon wieder. Ah! Ich habe doch gerade abgebremst. Ich bin doch jetzt 10 niedriger am Fahren. Also mit 30 darf man auch nicht ins Schlagloch fahren. Es ist nervig. Es ist wirklich, wirklich nervig. Ich habe hier Strecken, wo ich gar keine Schlaglöcher drin habe. Und dann habe ich wieder Strecken, wo die alle 2 Minuten kommen. Alle aussteigen, bitte. Ich glaube, es ist Endstation. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl der blaue will nicht raus. Tschüss. Auf Wiedersehen, arrivederci, ciao, au revoir. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schneller. Mehr Sprachen kann ich nicht, es tut mir leid. Nein, die wollen einfach den Bus nicht verlassen. Ich glaube, ich habe doch nur eine Haltestelle. Wehe, LKW, wehe. Du hast zu bremsen. Oh, oh, oh. Ich habe den Blitzer gesehen. Nicht mit mir. So. Das ist kein Schlagloch, ich wollte gerade schon sagen. Das wäre jetzt gemein. Schlagloch direkt in dem Moment, wo man eigentlich nach rechts rein muss. Absolut pünktlich. Ja. Danke sehr. Na? Gerne, gerne. Das war der letzte, den ich hatte. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Ja, wenn Sie denn für die Busanbindung bezahlen würden, wäre alles gut. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Okay. Einzelstandard und 2 Tickets. Oh, haben Sie es denn nicht kleiner? Das ist ja... Danke. Gerne, gerne. Ich brauche eine Fahrkarte. Also orange und blau sind tutti, aber den Rest müssen wir nochmal eben kontrollieren. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch kein Student hier. Obwohl, naja, ich kenne auch jemanden, der hat mit Ende 40 noch studiert. Oh nein. Oh nein, haben sie schon wieder vergessen zu bezahlen. So ein Pech aber auch. Hier ist die Fahrkarte. Oh, ich habe das Foto von Mauzi schon wieder nicht gesehen. Mann, ich sollte mal länger bei den Leuten stehen bleiben, glaube ich. Du bist doch ein Blitzer, oder? Oder bist du nur ein Stromkasten? Ich glaube, das ist nur ein Stromkasten. Die zur einen Seite so ein bisschen offen sind, das sind, glaube ich, nur die Blitzer. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall gleich irgendwo die Bushaltestelle. Da kommt sie ja schon. Dann solltest du den Akku vielleicht mal vorher aufladen, bevor du dich in den Bus setzt. Könnte helfen. Ständig geht den Leuten der Akku endlich her. Haben wir eine Busanbindung. Kaum zu glauben. Ja, gerne, gerne. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich gerne. Der Typ im Grünen muss ich noch kontrollieren. Bitteschön. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ja, das ist gut. Tag, Standard und 2. Zack. Gerne, gerne. Wo ist der Typ in Grün? Der ist mir nicht ganz grün. Na hier. Klar, hier, bitte. Okay, er hatte doch eine Fahrkarte dabei. So, ich mache das so wie ein echter Busfahrer. Die fahren ja auch dann immer erstmal so. Ne? Geht das hier auch nochmal weiter? Fahren die. Kommt, Leute, wir haben noch keine Zeit. Wir haben schon Überlänge. Jetzt bremst doch nicht immer nach einem halben Meter. Bitte alle aussteigen. Was macht der Idiot denn? Da läuft doch keiner. Fahr weiter. Alter, worauf wartet der? Bis da irgendjemand ankommt und darüber will? Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Ja, und nu? Fahr mal, Junge. Worauf wartet der? Hallo? Alter, ernsthaft? Ich kann auch nicht um den rumfahren, weil der Idiot nicht fährt. Junge, ist das dein Ernst? Jetzt fährt der. Jetzt, wo ich hier drumherum fahre, oder was? Hätte er wohl vorher fahren können. Hat er so schlechte Augen? Hat er keinen Führerschein, oder?
ganze Straße über frei und der Kerl fährt nicht. Und so, damit ich nicht vorbeikomme. So. So. Moment. Oh, wo ist meine Tasche? Bitte alle aussteigen. Das weiß ich nicht. Ich kann aber gerne mal gucken. Wiedersehen. Wiedersehen. Steht aber nicht, dass irgendjemand seine Tasche verloren hat. Haben wir jetzt schon Diebe unter uns, oder was? Müll finde ich. Ja. Aber ich finde keine Tasche. Nee. 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 Das tut mir leid. Ja, ich würde sagen, beenden wir direkt mal. Was? Neues Dekal und eine neue Farbe. Aber das sollen sie mir jetzt hier mal bitte erklären. Also eine Kollision habe ich definitiv nicht gehabt. Wobei die Fahrt sehr lang war. Ich weiß das nicht. Aber am Anfang hatte ich aber auch keine. Ignorierte Passagiere, die aussteigen wollten, hatte ich definitiv nicht, weil keiner mit mir gesprochen hatte. Dass irgendjemand raus wollte. Schlaglöcher, gut, das muss ich mir leider ankreiden. Da bin ich durch ein paar durchgefahren. Ich habe zwar jedes Mal extremst abgebremst, aber ja, das hilft ja nicht so besonders, wie wir ja wissen. Ja, benutze Fahrer, um Einkommen auf zwei Strecken zu generieren. Generiere Einkommen in Höhe von 19.000 pro Woche. Sehr schön. Das ist jetzt automatisch auch schon abgehakt. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir dann eine Strecke mit 7 Haltestellen machen. Und die Strecke fahren. Die ist dann aber wieder woanders. Okay, ja gut. Jetzt habe ich das. Ah, jetzt geht's wieder raus. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und dann machen wir das, was ich gerade vorgelesen habe, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.